Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Yoga-Online-Konferenz. Heute haben wir die Anandini Einsiedel im Interview. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, fangen wir mal kurz an mit einer kleinen Einleitung. Anandini ist Musikpädagogin, Mathematiklehrerin, hat Schulklassen unterrichtet und war Projektmanagerin in einer Werbeagentur. Also hat sie schon sehr viel gemacht und hat im Yoga-Vidya-Ashram in Bad Meinberg gelebt und hat sich auch dort von der Magie des Bhakti-Yoga fesseln lassen. Da werden wir heute ein bisschen mehr drüber erfahren, hoffentlich. Sie war auch vom Mai 2014 bis Juli 2015, also relativ lange Zeit, während der vollständigen Tour von The Love Keys zu hören, und seit August 2015 ist Anandini als Yoga-Lehrerin, Seminarleiterin und Mantra-Musikerin auf Tour. Herzlich willkommen, Anandini. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Namaste. Ja, Namaste. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja. Ich möchte ganz gerne die Eingangsfrage stellen, die jeder Experte von uns gefragt bekommt. Was ist Yoga nach deiner Definition? Was ist das für dich? Ja, Yoga ist ein ganz großes Thema. Ganz vielschichtiges Thema, und ich finde es immer schwer, das so in einem Satz ganz kurz zu sagen, weil man dann immer das Gefühl hat, irgendwie einen Aspekt zu verpassen. Aber wenn ich es kurz unterbrechen müsste, würde ich sagen, Yoga ist eine ganzheitliche Lebensweise, also eine Lebensphilosophie, eigentlich ein Lebensweg, bei dem du ja der Erkenntnis näher kommst, was dein tiefstes, dein unvergängliches, innerstes Selbst ist. Und diese tiefste Selbsterkenntnis, diese Entfaltung all dessen, was du bist, also deines ganzen menschlichen Potenzials, das ist vielleicht Yoga. Ja, und da gibt es eben Yoga-Techniken, körperliche, geistige, spirituelle Techniken, um dir selbst näher zu kommen. Und wenn man das so ein bisschen runterbrechen möchte, dann würde ich vielleicht noch dazu sagen, es geht auch viel um ethische Prinzipien. Also Yoga so zu leben, dass man ehrlich ist, dass man also Wahrhaftigkeit als einen wichtigen Stellenwert empfindet, oder dass man andere nicht verletzt. Das ist das Prinzip, das nennt sich im Sanskrit Ahimsa, und eben dafür sorgt, dass man von Grund auf, man würde im Yoga sagen, sich reinigt und rein lebt. Klingt immer so ein bisschen sehr abgehoben, vielleicht für die, die jetzt Yoga noch nie praktiziert haben und die mit dem Konzept nicht so vertraut sind. Aber es ist was ganz Schönes, was viel Freude und Leichtigkeit ins Leben bringt. Okay. Sehr interessant ausgedrückt, die Definition. Sehr interessant. Anandini, wärst du so freundlich, uns noch mal ein bisschen von deinem Background was zu erzählen? Einfach noch mal vielleicht auch erklärt, wie du zum Yoga gekommen bist und was dich da so fasziniert. Ja, ursprünglich war ich ja eigentlich Musikerin, habe Klarinette gespielt, habe gesungen, habe Klavier gespielt. Und hatte immer wieder diese sogenannten Flow-Momente. Also das, was die westliche Wissenschaft mit Flow beschreibt, ist eben eine Form von Gedankenlosigkeit, wo man in einen Zustand kommt, wo man ganz frei wird, wo man sich einfach freut, wo man mit sich selbst absolut in Ordnung, absolut in Harmonie ist. Und solche Momente erlebt man in der Musik. Und ich habe dann irgendwie so nach und nach hier und da aufgeschnappt, es gibt Möglichkeiten und Techniken, diese Momente eben auch häufig ans Leben zu holen, zu trainieren. Und da bin ich dann erstmal auf Meditation gestoßen, habe mich da so ein bisschen eingelesen. Das erste Buch, was ich dann so als Teenager mal aus der spirituellen Bücherregalecke rausgezogen habe, war dann von Osho.
Und dann über diese Literatur und diesen Weg kam ich zum Yoga. Habe dann als Abiturientin angefangen, Yogakurse zu besuchen. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und mittlerweile habe ich seit 12 Jahren eine regelmäßige Yoga-Praxis, die immer mehr gewachsen ist und sich eben auch in verschiedene Richtungen ausgebaut hat. Ah, okay, spannend. Und was praktizierst du heute oder beziehungsweise welchen Yoga-Weg gehst du heute? Also gelernt habe ich damals bei Yoga Vidya und habe da meine Ausbildung gemacht. Das ist der integrale Yoga, der also verschiedene Yoga-Wege beinhaltet. Und von da aus dann, ja, habe ich mich natürlich auch ein bisschen weiter umgeschaut und auf verschiedenen Festivals, wo wir dann gespielt haben als Love Keys damals, dann auch Yogastunden besucht, zum Beispiel von Christine May, diese Prana Flow Yoga Geschichten und so weiter. Ja, und mittlerweile, wie so die meisten Yogis, glaube ich auch, hat sich das einfach durchmischt und ich habe hier und da immer so ein bisschen was dazu genommen. Und letzten Endes ist es jetzt ein Mix aus verschiedenen Bestandteilen, also sowohl statische als auch Flow-Übungen und eben viel, was in die Herzöffnung geht, viel, was Emotionen auch in Fluss bringen kann. Das ist so mein Steckenpferd. Also mein Weg heute ist eigentlich so der Herzensyoga. Und der basiert darauf, dass man wirklich also mit allen Übungen, die man macht, das Herz zum Singen bringt. Und also oftmals ist es ja heutzutage so, dass also in verschiedenen, vor allem westlichen Kulturkreisen, also gerade auch in Deutschland, irgendwie der Kopf sehr präsent ist, ne? Also arbeiten gehen, dann plant man den Hausbau, weiß nicht, nimmt irgendwie einen Kredit auf, muss dann überlegen, wie man das Auto finanziert, die Familie organisiert, am besten noch plant, wann genau das erste und das zweite Kind zur Welt kommen oder wie auch immer. Ja, und manche wundern sich dann, was dann tatsächlich im Leben passiert, während sie es planen. Ne? So funktioniert es ja meistens. Und Herzensyoga zielt eben darauf ab, diese Energie, die im Körper ist, wieder gleichmäßig fließen zu lassen. Ja? Also zu gucken, dass das Herz wirklich der Vermittler ist, der sozusagen eine Institution bildet. Ne? Wo man dann sagt, alles, was man sich so überlegt, was man vielleicht auch plant, was für Entscheidungen man trifft, dass man die über das Herz nochmal laufen lässt als Institution und dann weitergeht mit der Entscheidung. Also sprich, der Kopf ist nur noch so eine Art Stütze, um zu überlegen, wie kriege ich jetzt das umgesetzt, was ich im Herzen möchte. Nicht umgekehrt, dass der Kopf vorgibt und man sich selbst in seiner Gefühlswelt beschneidet. Na, genauso auch der Körper. Der Körper hilft dann dafür, das zu erreichen, was man erreichen möchte im Herzen. Und nicht umgekehrt, dass der Körper sozusagen herhalten muss für irgendwas, was aus dem Kopf resultiert. Na, ich meine, im Prinzip ist das aber Lebensrealität heute für ganz viele, die den ganzen Tag im Büro sitzen, die also sehr kopflastig arbeiten, sehr viel im Kopf sind, dann Schulter-, Nackenprobleme, Verspannungen haben, all diese Dinge. Das ist das, was tatsächlich stattfindet. Und Herzensyoga zielt darauf ab, eben da auch wieder eine Balance zu schaffen. Die viel zitierte Work-Life-Balance, ja, obwohl ja Arbeiten eigentlich auch Bestandteil des Lebens ist. Und insofern, wenn man es ganzheitlich sieht, gibt es gar keine Work-Life-Balance, sondern es gibt ein Leben, ein ganzes Leben, das man hoffentlich aus der Mitte seines Herzens in voller Freude leben kann. Okay, sehr gut. Finde ich ganz interessant. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie funktioniert denn das? Also wie läuft denn so eine Yogastunde ab? Also du praktizierst Herzensyoga, heißt es, du unterrichtest es auch in der Form oder ist es etwas, was man mit verschiedenen Übungen dann im Alltag integriert oder wie funktioniert das Ganze dann? Sowohl als auch. Also ein Bestandteil ist wirklich eben Asanas und Yoga-Übungen im klassischen Sinne zu machen, die sehr aufs Herz abzielen, also eine Herzöffnung vor allem bringen und dann dadurch wirklich auch Emotionen, Gefühle in Fluss bringen. Wir wissen ja, dass Yoga, also der körperorientierte Yoga, sowieso auch schon mal für den Körper ein Wohlbefinden bringt. Das heißt also, es wirkt auf die Muskulatur, das wirkt auf den Blutkreislauf und was eben auch besonders ist, jetzt nicht nur
von den ganzen Aspekten, Organe und so weiter. Es wirkt eben auch sehr stark auf die Drüsen. Und die Drüsen sind ein ganz wichtiger Faktor auch für Emotionen, also für die Gefühlslage. Und wenn wir da bestimmte Asanas wählen, die also da auch wirklich aktivieren, dann schaffen wir einfach eine Transformation, wie man so schön im Yoga sagt, der Emotionen, also der Gefühle. Wir können die Gefühle anheben, wir können alte, verkrustete Gefühle lösen, alte Schmerzen lösen. Oftmals dann auch erstmal damit verbunden, dass dann erstmal auch was hochkommt, ne, dass vielleicht auch Tränen fließen, aber danach fühlen sich die Menschen eben auch wieder gut, gereinigt, wohl und haben das Gefühl eben, es hat sich wirklich was gelöst. Und danach, tief unten drunter, unter dieser Kruste, nenne ich es mal, wohnt die Freude. Und das ist der Kern, das ist unser wahres Selbst, diese Freude. Und die strahlt dann aus. Und das ist das Ziel von Herzensyoga, eigentlich diese Verkrustungen ganz vorsichtig, ganz sensibel, ne, zu lösen, um dann das, was drunter wohnt, zum Strahlen zu bringen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, den ich eben auch gehe, ist Bhakti-Yoga. Und Bhakti-Yoga ist jetzt der Weg, bei dem wir auch besonders über das Berührtsein zur Freude finden. Das heißt, eigentlich ist alles, was dich tief berührt, und in eine positive Richtung tief berührt, mehr oder weniger Bhakti-Yoga. Es gibt natürlich dann jetzt aus dem alten Indischen bestimmte Traditionen, wie wir Bhakti-Yoga leben, zum Beispiel über das Kirtan. Kirtan ist eine Form von Wechselgesang. Das heißt, es gibt einen Vorsänger und es gibt eine Gruppe, die zurücksingt. Und so werden dann oftmals die sogenannten Mantras gesungen. Das ist das, was ich auch mit den Love Keys auf Tour gemacht habe, was ich jetzt auch weiter fortsetze. Mantras sind uralte indische Verse, heilige Verse, entweder einzelne Silben, einzelne Wörter oder wirklich ganze Verse, die auch einen Rhythmus und ein Versmaß haben. Diese Wörter oder Silben haben einen ganz speziellen Klang. Es wird denen so eine Kraft, ein Urklang nachgesagt. Und wenn wir diese Mantras singen, dann bringen wir ganz viele Gefühle in Fluss, vor allem in Gemeinschaft, wenn wir zusammen singen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil von Bhakti-Yoga und dann natürlich auch insgesamt ein wichtiger Bestandteil von Herzens-Yoga, weil eben sich Gefühle bewegen. Ja, und da gibt es eben, wie gesagt, diese drei Formen, da gibt es bestimmte Begriffe für. Das einsilbige Mantra nennt man zum Beispiel Bija-Mantra. Und das, was man vielleicht kennt, was alle kennen, ist das Om. Ja, wer das Om rezitiert, hat also quasi schon ein einsilbiges Mantra, ein sogenanntes Keimmantra rezitiert. Und beim Om sagt man immer, das beinhaltet eigentlich alle anderen Mantras. Das ist der Klang des Universums, der Klang des Urknalls, also der Urkraft sozusagen, aus der wir alle heraus entstanden sind. Dazu gehört so ein bisschen die Theorie, dass alles auf der Welt Klang ist, dass alles auf der Welt Schallwellen sind, also Klangwellen sind, überhaupt Wellen sind, jede Existenz aus einer bestimmten Welle besteht und dass wir dadurch durch den Klang und durch das Rezitieren von Mantras sozusagen auf unser System und auf diese Wellen positiven Einfluss nehmen können. Dann gibt es noch die Nirgunas, das sind auch bestimmte Mantras ohne Form, die sich an das formlose Göttliche richten. Und die Sagunas, die mit Form, wo man dann also auch bestimmte Gottesaspekte mit einbezieht. Und das ist dann häufig so, dass man dann also diese hinduistischen Götter besingt. Ne, für die, die das jetzt noch nicht kennen, es gibt eine ganz große Mythologie im Hinduismus mit ganz, ganz vielen Geschichten. Also so viele, dass die wahrscheinlich keiner alle kennen kann, aber es gibt ein paar, die sehr, sehr populär und bekannt sind. Und jeder dieser Gottheiten entspricht einer bestimmten Tugend, einem bestimmten Charakterzug, den man vielleicht in sich stärken möchte. Und wenn man das dann besingt in dieser konkreten Form und das immer wieder, dann stärkt man den Charakter auch in sich und verbindet sich in dem Moment auch mit all den Wesen und Menschen auf der Welt, die auch zur selben Zeit das Mantra singen.
Das ist ein sehr magisches Erleben für viele Menschen. Okay. Wenn man solche Mantren dann singt, dann spürt der Körper ja auch diese Schwingung, nehme ich mal an. Und durch diese Schwingung sinkt der Körper ja irgendwie auch und setzt dann ja auch Emotionen frei, die vielleicht irgendwie sich fest angestaut haben, oder? Ist das so? Ja, also bei den Konzerten mit den Love Keys haben wir das auch oft erlebt, dass wirklich Zuschauer da saßen und eigentlich Tränen überströmt, aber mit einem Lächeln im Gesicht zugehört und mitgesungen haben. Das sind meistens auch die Gäste, die danach nochmal kommen, sich bedanken, sich umarmen wollen und absolut gelöst und offen sind und sagen, so was Schönes haben sie lange nicht und teilweise auch wirklich noch nie erlebt. Also weil sie eben so tief im Herzen berührt sind von den Mantras, von den Klängen und natürlich auch ja von den Melodien, von denen sie getragen werden. Also es gibt da auch noch mal Unterschiede. Es gibt eben Mantras, die in Melodieform gesungen werden und andere, die meistens auf einer Tonhöhe rezitiert werden. Kommt so ein bisschen drauf an, was für einen Zweck das Mantra gerade hat. Also wenn man zum Beispiel diese Zeremonien und Rituale vollzieht, also zum Beispiel bei einer Puja oder bei einer Homa, das sind so spezielle Rituale aus dem Hinduismus, wo man eben auch Gottheiten verehrt oder die Homa als Feuerritual, da ist es dann oft so, dass es eben rezitiert wird, das heißt mehr oder weniger auf einem Ton mit leichten Schwankungen und dafür sehr, sehr häufig und auch sehr viele Mantras und sehr viele Texte, um die Kraft und den Spirit der Götter eben auch herbeizurufen. Das ist ein bisschen was anderes als zum Beispiel ein Mantra-Konzert oder ein Kirtan. Da ist es dann eher so, dass dann eben ein Wechselgesang stattfindet, ein Vorsingen und ein Nachsingen. Und die Menschen eben ganz persönlich das sich mit diesem Mantra in dem Moment verbinden und da oft dann einfach auch ein Erleben oder ein Empfinden von der Tiefe haben, von der Dankbarkeit, ja, und von letztendlich einer Glückseligkeit. Trotzdem gibt es auch Situationen, wo Menschen so gelöst sind und so aufgelöst sind, dass man die auch so ein bisschen auffangen darf. In solchen Settings, gerade im Seminarkontext, das erlebe ich auch öfters, wenn dann mal ein Seminar über eine Woche oder länger geht oder gar ein Retreat. Wir waren jetzt gerade kürzlich 2 Wochen auf Bali. Na, da sind dann wieder ganz andere Sachen, tiefere Prozesse, die dann da eintauchen. Und da hatte ich dann auch Einzelgespräche mit Teilnehmerinnen, die dann also sehr tief auch gelöst waren und dadurch dann wirklich auch alte Themen hochgekommen sind. Und Themen, die sie wirklich aus der Kindheit oder aus vor noch Jahrzehnten mitgebracht haben, die dann dort plötzlich wieder Raum gefunden haben. Und da lohnt sich es natürlich auch im Einzelgespräch zu schauen und ein bisschen das zu begleiten und jetzt nicht zu sagen, sing noch 3 Mantras und dann ist es wieder gut oder so. Ne? Da braucht es dann ein bisschen mehr Halt, ein bisschen mehr Herzenswärme, ein bisschen mehr Unterstützung auch. Ja? Und trotzdem hilft es aber dann weiter in diesem Fluss zu bleiben, Mantras zu singen und so die eigentliche Urkraft auch zu finden, die noch unten drunter noch tiefer liegt. Diese pure Glückseligkeit, die pure Lebensfreude in uns wohnt. Schön. Ich bin nochmal ganz interessiert, wenn ich jetzt so eine Yogastunde oder ein Retreat bei dir besuchen würde, wird bei den Asanas, bei den Praktizieren der Asanas, dann werden dann Mantren gesungen oder wird das vorher oder nachher gemacht oder wie ist da der Prozess? Es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Schwerpunkt es auch ist. Also ich gebe zu verschiedenen Themen auch Seminare und Workshops. Also das reicht von Burnout-Prävention, ne, über Supervisionen für Yogalehrer, zum Beispiel auch in der Flüchtlingsarbeit. Dann haben wir aber auch Themen wie Stimmcoaching, Sprechtraining für lehrende Berufe, also auch Yogalehrer, ein bisschen eben zu Seminaren, Retreats, Workshops und all das hat einen anderen Schwerpunkt. Also, wenn wir jetzt eine klassische Mantra-Yoga-Stunde betrachten, dann läuft es so, dass wir im Prinzip eine ganz normale Yoga-Stunde unterrichten. Ganz normal heißt in dem Fall
mit den Elementen, die mir persönlich wichtig sind, ne? Also auch Herzenselemente, auch Elemente, die im Flow, in der Bewegung sind, wo man sich selbst also sehr gut spüren und wahrnehmen kann und öffnen kann für Klänge. Das ist ganz wichtig. Und dazu wird eben Mantra-Musik praktiziert. Das heißt, zum Beispiel mit den Love Keys oder auch mit meinem aktuellen Projekt Joy Beyond, wird dann begleitend zu den Asanas und auch passend ausgewählt zu den Asanas Musik gespielt. Teilweise einfach instrumental, teilweise eben auch als Mantra gesungen. Und manchmal sogar so, dass die Praktizierenden in etwas leichteren Asanas mitrezitieren, mitsingen können, um ein ganzheitliches Erleben zu haben. Und es war jetzt ganz schön auf der Yoga-Therapie-Konferenz in Rosenheim. Da hatte ich auch eine Mantra-Yoga-Stunde mit den Love Keys und da war es wirklich am Schluss so, in der letzten Asana, dass also alle mitgesungen, mitrezitiert haben und eben auch der Klassiker, das finde ich immer so schön, wie da auch, dass einfach so ein paar Tränchen geflossen sind und danach wirklich so eine beseelte Glückseligkeit aus den Gesichtern, aus den Augen strahlt hat. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich, dass das, was ich tue und was mein Weg auch ist, der richtige ist und dass ich den unbedingt weitergeben muss, um einfach zu bewirken, dass Menschen ihr Glück finden in sich und wieder zu ihrem wahren Selbst finden. Das ist herrlich, sehr schön, ja. Können wir vielleicht oder kannst du den Zuschauern da draußen, den Yoginis und Yogis oder auch den Bürostuhlakrobaten, vielleicht was mitgeben, vielleicht eine Übung mitgeben oder dass wir jetzt vielleicht alle gemeinsam ein Mantra singen und einfach mal spüren, was das macht und was das mit uns bewirkt? Weil ich bin da sehr angetan davon, also von Klängen und auch von Schwingungen und mein Körper, der singt dann auch mit und das merke ich auch. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass du jetzt sowas anleiten könntest. Wäre das machbar? Ja, also es gibt noch eine Möglichkeit, weil ich weiß jetzt nicht bei den Zuschauern, wie viele so auf Anhieb mit den Sanskrit-Worten klarkommen. Vielleicht, ja. Das ist ein guter Müssen wir mal Punkt. schauen. Also eine Möglichkeit ist auch, dass wir jetzt, das müssten wir jetzt vielleicht mal kurz schneiden, dass wir jetzt eine Anleitung machen, wie wir Musik rezipieren und dabei in die Entspannung kommen, wäre das auch eine Idee? Ja, Ja. das wäre auch eine Idee. Ja. Okay. Sehr schön. Und dann schließen wir das gleich an. Dann würde ich sagen, erstmal ganz herzlichen Dank für das sehr informative Gespräch. Ich finde das sehr spannend, das Thema Mantren und auch Musik. Ich meine, man merkt das auch, wenn man spezielle Lieder hört. Man bekommt vielleicht Gänsehaut oder das bewirkt in einem was, weckt Erinnerungen. Und ich glaube selbst auch, also du bist die Expertin, aber ich glaube selbst auch, dass das sehr heilsam und sehr wirksam ist, wenn man mit Klängen arbeitet und das mehr und mehr auch in seinen Alltag integriert. Und vielleicht auch von dir sich eine schöne Musik runterlädt oder eine CD kauft und das dann einfach auch hört, damit man auch einfach mehr und mehr diese emotionalen Blockaden eben auch freisetzt und löst. Ich glaube, das ist sehr heilsam, ja, so wie du sagst, auf jeden Fall. Ja. Also herzlichen Dank dafür. Ich möchte Gerne. dich noch um eine Frage habe ich noch. Diesmal ganz wichtig, dass du jetzt mit deiner jahrelangen Erfahrung und in diesem Thema, was kannst du den Zuschauern jetzt so an vielleicht an Tipps mit auf den Weg geben oder an Botschaft mitgeben. Hast du da was? Ja, also zum einen finde ich ganz wichtig, dass du dich immer wieder fragst, ist das, was ich gerade tue, das, was wirklich in mir selbst resoniert? Also schau, dass du wirklich dein Herz wieder spüren lernst, fühlen lernst, was wirklich an Ideen, an Wünschen, an Vorstellungen in dir lebt, wie du dein Leben gestalten möchtest. Und dann versuch Schritt für Schritt auch wirklich diesem Herzen zu folgen
Und das Rationalitätsprinzip, besser wäre es, wenn, oder eigentlich sollte ich aber lieber so, oder das wäre vernünftiger, vielleicht mal ein Stück weit auch über Bord zu werfen zugunsten dessen, dass du dich einfach freust und dass dein Herz blüht und singt. Und ein kleiner Schritt dahin könnte vielleicht sein, dass du dir jetzt mal zu Hause eine schöne Musik aussuchst, die dir selbst das Gefühl von Freude und von Entspannung vermittelt. Das ist idealerweise eine Musik, die relativ ruhig gehalten ist, ne? Im ruhigen Tempo, mit langgezogenen, zarten Melodien, nicht zu viel Wechsel, die über positive Inhalte singt oder vielleicht instrumental ist. Und dann suchst du dir diese Musik aus und legst sie dir ein in einer Lautstärke, die vielleicht Zimmerlautstärke ist. Und dann sorg mal dafür, dass keiner dich jetzt für die nächsten Minuten stören kann. Also weder durch Telefon oder Klingel noch Mitbewohner oder Familienmitglieder im Haus. Dass du wirklich einfach mal 10 Minuten für dich hast. Und wenn du soweit bist, du kannst jetzt auf Pause drücken. Wenn du soweit bist, dann legst du dich auf eine Matte oder auf den Boden, vielleicht auch aufs Bett, wenn die Unterlage stabil und hart genug ist. Auf den Rücken und lässt deine Beine ein bisschen auseinander, die Fußzehen fallen locker nach außen. Deine Arme liegen etwas vom Körper entfernt. Die Handflächen zeigen nach oben. Und dann atme einfach ein paar Mal tief in den Bauch ein und vollständig aus dem Bauch wieder aus. Wenn du einatmest, dann hebt sich deine Bauchdecke weit nach oben. Beim Ausatmen senkt sich deine Bauchdecke. Nimm einige tiefe Atemzüge auf diese Weise. Mit jeder Einatmung kannst du dir vorstellen, Energie einzuatmen. Wenn es dir hilft, dann nimm ein Vorstellungsbild wie Licht, das durch deine Nase in deinen Körper strömt oder Wärme. Und ausatmend stell dir vor, dass du alle negativen Energien, alle Anspannung in den Boden, in die Matte abfließen lässt. Einatmend Energie und Kraft tanken. Und ausatmend loslassen, entspannen. Ganz, ganz weich werden, ganz weich fließen. Und dann lausche den Klängen deiner Musik, die du dir ausgewählt hast. Nimm das Tempo wahr. Nimm wahr, welche Klänge, welche Instrumente du hören kannst. Vielleicht kommt auch noch ein Instrument dazu. Vielleicht ändert sich der Klang. Sei ganz achtsam in deiner Wahrnehmung dieser Musik. Dann lausche den verschiedenen Tonhöhen und Melodieverläufen nach.
Komm dann mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum. Mit jeder Ausatmung lass dein Herz noch ein bisschen mehr schmelzen, ein bisschen weicher werden. Es mit jeder Einatmung mehr und mehr zu öffnen für die Klänge, für die Musik deines Herzens. Lass deinen Herzraum vollständig von der Musik durchdringen. Mit jeder Einatmung öffnest du dich weiter für die Musik. Mit jeder Ausatmung bringst du dein Herz noch mehr zum Schmelzen. Bleib ganz aufmerksam und fokussiert bei deinem Herzen während der nächsten 2 bis 3 Minuten und lausche deiner Musik. Und dann lass deine Atmung langsam wieder tiefer werden. Atme tief und vollständig in den Bauch. Und der nächsten Einatmung in den Bauch, in den Brustkorb, bis in die Lungenspitzen. Und vollständig vom Schlüsselbein über Brustkorb wieder ausatmen, bis die Bauchdecke sich wieder senkt. Die volle Yoga-Atmung. Noch einmal vollständig einatmen in den Bauch, Brustkorb, Lungenflügel bis in die Lungenspitzen einatmen. Und vollständig wieder ausatmen. Und dann kannst du langsam dich wieder bewegen, räkeln, strecken. Fingerchen bewegen, Fußgelenke, Handgelenke und dann deinen ganzen Körper strecken und dehnen und dich langsam rückenschonend wieder aufrichten, zum Beispiel über die Seite. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch einige Augenblicke lang in der Meditationshaltung im kreuzbeinigen Sitz verweilen und der Musik weiter lauschen oder auch die Musik leiser werden lassen, immer leiser und dann ausschalten und dich dann vielleicht nochmal in Stille hinsetzen, um die Wirkung der Musik nachzuspüren.
Und wenn du möchtest, kannst du dann für dich nochmal ein Mantra rezitieren. Wenn du schon Mantras kennst. Wenn nicht, dann kannst du auch einfach im Geiste Om wiederholen. Mit jeder Einatmung. Om. Und mit jeder Ausatmung. Om. Etwa 1 bis 3 Minuten. Und dann bist du erfrischt für den weiteren Tag. Wunderbar, herzlichen Dank. Eine Sehr Frage habe ich dazu noch, zur Musik. Jeder hat ja einen anderen Musikgeschmack. Gibt es eigentlich Musik, die nicht so als spirituell angesehen wird? Oder gibt es schlechte Musik, gute Musik? Gibt es da Unterschiede? Ja, das ist eine gute Frage, denn es gibt tatsächlich Musik, die als weniger gut angesehen wird im Yogakreis oder in der Yogaszene. Das ist aber nicht unbedingt was, was verifiziert wurde. Also da gibt es sehr kontroverse Ansichten und auch sehr kontroverse Diskussionen drüber, weil Musik als solches ist ja nun mal was sehr Persönliches, was sehr Individuelles. Ja? Also wer jetzt zum Beispiel gerne Rockmusik hört, dem kann man wahrscheinlich schwer sagen, du darfst ab jetzt nur noch Mantras hören, sonst Bist du nicht ist spirituell? irgendwas falsch mit dir. Ne? Und das andere ist, also es gibt tatsächlich auch in der westlichen Wissenschaft viele Experimente zu der sogenannten anxioalkolytischen Musik. Anxioalkolytische Musik bedeutet angst- und schmerzlösende Musik. Ne? Also anxio steht für Angst, algo für den Schmerz und lytisch das Lösende. Und diese anxioalkolytische Musik wird eingesetzt für musiktherapeutische Zwecke, aber zum Beispiel auch in der Anästhesie, in präoperativen Situationen, Zahn-OPs, wie auch immer, in der Geburtshilfe. Also es gibt unzählige medizinische Bereiche, in denen diese Musik mittlerweile eingesetzt wird. Also auch so weit, dass Musik zum Beispiel betäubend wirkt und anstelle von einem Betäubungsmittel eingesetzt wird, vor zum Beispiel einer Zahn-OP. Das ist ein banales Beispiel. Das heißt im Umkehrschluss, dass Musik also sehr, sehr, sehr tief auf den Körper wirken kann, ist ganz klar. Musik ist ein rhythmisch organisierter Prozess, ne? Und wir Menschen sind genauso rhythmisch organisiert, ne? Mit Bewegungen. Also jede Zelle, jedes Körperteil ist letzten Endes, wenn man es ganz runter reduziert, aus kleinsten Bausteinen, aus Atomen, zusammengesetzt, die in sich auch einem Rhythmus und einer Bewegungsstruktur folgen. Und welche Musik auf wen wie wirkt, darüber sollte man sich meiner Meinung nach kein positives oder negatives Urteil bilden, sondern eher feststellen, aha, wenn ich jetzt also diesen Schüler oder diesen Rezipienten habe, hilft es tatsächlich, eine Musik einzusetzen, die vielleicht bewegter ist. Und eine andere Teilnehmerin, die ist vielleicht ganz fein und ganz spürig und die braucht dann eben auch ganz ruhige, sphärische Klänge. Das heißt, auch Rockmusik wird zum Beispiel in dieser anxioalkoholischen Musik eingesetzt. Ne? Oper, Musical, Operette, Big Band-Klänge bis hin zu Hard Rock und Heavy Metal. Und all das hat eine Wirkung auf den Körper, die nicht zwangsläufig negativ ist. Die Frage ist auch, was wollen wir mit der Musik bewirken? Es gibt ja nun mal jetzt verschiedene Chakras. Das sind diese Energieknotenpunkte im Körper. Davon haben wir 7 Hauptchakras, die also vom Steißbein bis zum Scheitelpunkt angereiht sind. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch relativ geläufig. Und denen wird nun mal auch eine bestimmte Qualität immer zugeordnet. Und wenn ich zum Beispiel mich erden möchte und tief wieder in meinem Körper verankert sein möchte, also zu meinem Körpergefühl, zu meinen Urtrieben und Urinstinkten auch zurück möchte, weil das vielleicht mir gerade fehlt,
kann es sehr hilfreich sein, auch eine Musik zu hören, die sehr kraftvoll ist und vielleicht nicht so schwebend und fein. Umgekehrt, wenn ich also da sehr gesättigt bin und eher so gut im Leben stehe und meine Kraft und meine Instinkte gut verankert habe, dann kann es helfen, wieder feinere Klänge zu haben, um die Energie auch langsam nach oben zu bringen, feiner aufsteigen zu lassen und mehr der intuitiven Seite zum Beispiel zu folgen. Und es gibt eigentlich mindestens genauso viele Musikgeschmäcker und Musikwirkungsfelder, wie es auch Menschen gibt. Das heißt, nicht jede Musik wird auf jeden Menschen gleich wirken und das hängt so viel davon ab, in welcher Lebensphase jemand ist, in welcher Tagesform man gerade sich befindet, wo man emotional gerade steht, ja? Genauso wie es davon abhängt, was man grundsätzlich für Musikpräferenzen hat oder was ich jetzt mit meiner Musik gerade verbinde. Also wenn ich jetzt ein Lied irgendwie so 90er-Jahre-Hit höre und habe damals in den 90ern vielleicht meinen ersten Kuss gehabt, dann wird das in mir andere Gefühle auslösen, als wenn ich bei derselben Musik in der Diskothek gerade überfallen wurde oder mir was geklaut wurde. Als Beispiel. Das heißt, wir haben auch Verbindungen zur Musik dadurch, dass wir damit bestimmte Erlebnisse verknüpfen. Und auch das spielt eine wichtige Rolle. Wenn ich jetzt also jemanden vor mir habe, der in seiner Jugend, in seiner Teenie-Zeit unheimlich große Gefühle von Spaß und Freude erlebt hat, als er auf einem Heavy-Metal-Konzert war, werde ich die dadurch auch wieder abrufen können. Trotzdem kann ich natürlich dann nicht unbedingt an tiefen Strukturen ran, die jetzt bedeuten Entspannung, feinstoffliche Energie. Das ist nicht unbedingt der Bereich, der mit der Musik schwingt, aber ich glaube, das ist auch jedem klar. Das ist eine gröbere Energie, die aber nicht per se schlecht sein muss. Ne, wenn ich jetzt aber möchte, dass jemand wirklich tiefenentspannt ist, dann würde ich natürlich eine Musik wählen, wie sie zum Beispiel auch bei ayurvedischen Massagen eingesetzt wird, die eben sehr sphärisch ist, ruhig, mit Naturklängen, vielleicht auch Naturgeräuschen, rauschendem Wasser, Tiergeräuschen, wie auch immer. Also all das, was uns wirklich eher an Urlaub oder Träume oder Fantasiewelten erinnert und dadurch zum Loslassen einlädt. Es hat also einfach eine andere Funktion. Und beim Yoga brauchen wir oft diese Funktion, dass wir so sagen, wir möchten in die Entspannung rein. Aber wenn ich jetzt jemanden vor mir habe in der Yogatherapie, der absolut lethargisch ist und depressiv ist und den man eigentlich kaum aus der Reserve locken kann, dann kann gerade so ein energetischer Kick genau das sein, was denjenigen die Lebensenergie wieder bringt. Vor allem, wenn die Präferenzen in diese Richtung gehen. Und von da aus guckt man dann natürlich weiter und schaut, wie man dann auch in ein Lebensgefühl heben kann, das unabhängig von einer gröberen Energie trotzdem Lebensfreude vermittelt. Ne? Weil Lebensfreude ist eigentlich ein ganz feines Gefühl. Spaß kann was sehr Extremes sein, wenn man laut lacht, wenn man tanzt, wenn man sich verausgabt. Aber diese tief empfundene Glückseligkeit und Lebensfreude, das ist eher was, ja, was vielleicht mit einem Lächeln verbunden ist, aber was nachhaltiger wirkt. Und da wollen wir letzten Endes hin. Deswegen würde ich für solche Zustände andere Musik wählen. Bin aber trotzdem davon überzeugt, dass keine Musik per se schlecht ist. Vielleicht mit der einen Einschränkung, dass die textlichen Inhalte positiv sein sollten. Also wenn ich jetzt von Tod und Verderben singe, kann ich mir schwer vorstellen, dass das die Lebensenergie beflügelt und in eine Richtung bewegt, die Lebendigkeit entwickelt. Schön, schön. Vielen Dank für die Erläuterung. Ja, sehr gerne. Und ganz herzlichen Dank für das herzliche Interview, für die tolle Meditation. Und ja, ich sag mal Namaste. Namaste. Lass es dir gut gehen. Vielen Dank auch Ebenso. dir. Und ja, alle, die sich näher interessieren für das Programm, was ich anbiete, können gerne auf meine Homepage gehen. Musikalisch ist das www.yogaonline.com.
anandini.de und alles, was Richtung Coaching geht und ein bisschen tiefer reingeht, dann ist es www.yourcoaches.com. Perfekt. Findet man auch alles auf der Profilseite von der Yoga Online-Konferenz. Super. Perfekt. Dann viel Erfolg Ja. weiter mit der Konferenz. Ich finde es ganz toll, was ihr macht und ganz Schön. unterstützenswert. Vielen Dank. Und genau, Schön, alles dass du weiter dabei dann bist. für die Okay. Politik. Danke, Dankeschön. liebe Zuschauer. Danke, Anandini. Tschüss. Tschüss.